Moin moin, liebe Freunde, herzlich willkommen hier zu einem ganz kurzen Ankündigungsvideo bzw. Umfragevideo. Wir haben gestern die zweite Saison mit Holstein Kiel fertig gemacht. Falls ihr es nicht gesehen habt, auf jeden Fall auf dem Kanal abchecken. Jetzt hatte ich mir überlegt, wie machen wir weiter? Ich will vielleicht nicht nur Kiel spielen, sondern vielleicht mal zwischendurch ein bisschen Abwechslung reinbringen. Wollen wir dann eine neue Karriere machen? Ich habe eben gerade ein bisschen rumgetestet und rumgeschaut. Ich habe hier noch eine alte Bayern Simulate to Glory. Aber da die so alt ist, habe ich jetzt keine Lust, da nochmal irgendwie reinzusteigen. Wenn, dann würde ich vielleicht sagen, wir machen einen Neustart der Karriere eventuell. Eine Simulationskarriere könnten wir machen. Oder eine ganz normale Karriere. Ihr könnt es gerne in die Kommentare reinschreiben. Und wenn wir was Neues machen sollen, wann dann, was dann? Ja, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare ein bisschen reinschreiben, dann gucke ich mir ein bisschen das an, was ihr da so schreibt. Macht dann vielleicht noch ein weiteres Video. Ansonsten hätten wir hier noch, die Icons. Da bin ich schon seit Januar nicht mehr drin gewesen, sozusagen. Und, ja, die Mannschaft sieht halt auch schon mega stark aus, die sind super gut. Da ist jetzt auch nichts, was man so unbedingt erreichen muss. Ich weiß nicht, ich kann mal ganz kurz schauen, was haben wir denn hier in der Karriere erlebt. Vereinsbilanz, Spiele 122, 77 Siege, 19 Unentschieden, 26 Niederlagen. Wir haben Ligameisterschaften 2, nationale Pokale 0, kontinentale Pokale 0. Okay, da ist also noch was man machen kann. Theoretisch. Müsst ihr mir sagen, ich würde sonst auch gucken, dass ich vielleicht eine andere Karriere mache. Und zwar habe ich guck mal, ob ich das hier finde. Profil, Kaderladen. Ich glaube, das ist es. Da haben wir so, wenn wir mal ganz kurz hier anschauen, Teams bearbeiten. Diesen Kader hat der Brescher erstellt. Und wenn wir uns mal die Mannschaften so angucken, da sind in einzelnen Mannschaften, ich habe da so eine ganze Liste voll, viele Legenden drin, aber halt nur die Legenden, also sehr dünne Kader. Und dann könnte man, ich guck mal, wo wir noch hatten, Arsenal, dann kann man da auch noch so gucken, ob man vielleicht damit irgendwas machen will. So eine Liga, wo nur diese Legendenteams drin sind. Legenden sind auch Spieler wie Quaresma, er hat die die bei ihrem alten Verein mal sozusagen waren. Ne? Nicht nur irgendwelche Legenden. Dann hat er halt auch so ein bisschen deren Stärke angepasst, dass die halt da so ein bisschen krass sind. Und dann könnte man gucken, wie würde das ausschauen, wenn man die in eine Liga zum Beispiel packt. Was ich halt vorhatte, war auf dem PC auch noch zu spielen mit ein paar Zuschauern und dann kann man sich den Kader installieren und dann spielt man mit diesen Legend-Teams sozusagen gegeneinander. Seht zum Beispiel hier KK, Seedorf, Gattuso. Ne? Also da ist ja alles möglich. Bei Rom glaube ich nicht. Ich glaube, Inter hat noch welche. Ja, Zanetti, Ibrahimovic. Das ist auch noch nicht unbedingt komplett super balanciert oder so, ist es auch eigentlich gar nicht. Aber man kann mit jeder Mannschaft spielen, ich kann nicht mit den Italienern spielen, das klappt irgendwie mit mir nicht. Das wären so ein paar Ideen, ihr könnt auf jeden Fall mal in die Kommentare reinschreiben, worauf ihr zum Beispiel Bock hättet, was ich machen soll, damit ich da mal so ein paar Anregungen habe. Barcelona ist glaube ich die stärkste Mannschaft. Messi, Maradona, Ronaldinho, Neymar. Also die sind schon sehr stark. Und ich glaube, Real Madrid hatte auch noch welche. Da gibt es auch diesen krassen Otalbert. Einfach eine 93. Was ein krasser Typ. Wenn man sich den mal anguckt, der kann einfach alles. Das Witzigste an der ganzen Geschichte, ich habe mir alle möglichen Fähigkeiten gegeben. Also ich kann alles. Ich kann wirklich alles. Ja? Also ist einfach perfekt, der komplette Spieler, nicht nur Angreifer, kompletter Spieler, ultra schnell. Okay, ich habe keine Ruhe, das kennen wir ja von mir.
Manndeckung kann ich auch nicht, aber sonst kann ich alles. 22 Jahre alt? Klar. 1,87? Klar. 80 Kilo? Klar. Nee, ich bin tatsächlich, ich wiege weniger als 80 Kilo, es liegt auch an meiner Größe. Ja. Das wären so einmal die Ideen, die ich hätte. Irgendeine Karriere zu machen, eine neue STG, weil ich möchte schon gerne, wenn ich das mache, mit einem frischen Kader das zum Beispiel mal machen, mit einem frischen Kader-Update, ne, was man so runterladen kann, dass man da auch mal neue Spieler irgendwie so entdeckt oder so. Oder eben eine Karriere, die ihr halt ganz gerne sehen möchtet. Also ich bin gespannt auf eure Kommentare. Bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dann. Habt einen schönen Tag. Ciao.